Kann man eigentlich Fledermäuse vermehren? Nee, ne? Das geht nicht. Alter. Warum spawnst du da drin? Na nee, egal. Oh mein Gott. Ich kann's nicht fassen. Severin hat mich gerade fast runtergeschmissen. Severin? Der hat mich gerade angestupst, ich soll meinen Jigs bitte richtig rummachen. Ich hab meinst du nennst du ein Tier von den ganzen Tieren hier? Jetzt sollst du schon sagen. Junge, du hast mich fast umgebracht. Okay, das heißt, wir haben zwei Kühe, dann ist alles in bester Ordnung. Gleich haben wir drei, wenn du verstehst, was ich meine. Nee, verstehe ich nicht. Rein, raus, rein, raus. Ja, das gute alte Rein-Raus-Spiel. So ist es. Und jetzt haben das wir war drei. Natürlich ein kleiner Abschnitt der Choreografie von Night Fever. Wie muss ich denn jetzt eigentlich verstehen, wenn da ein Kind rauskommt, dass man da noch Erfahrungskugel kriegt? Du hast ja zugeschaut, du hast einiges gelernt. Eben. Ja, achso, okay. Ach, Kühe. So geht ja. Das also. Ha. Da müsste ich ja schon voll der Meister sein, nachdem ich mir die ganzen schönen Filmchen da im Internet angucke. Von Zelda. Ach. Ja, genau. Ja, das ist ja alles Menschenkram. Den kennst du ja, glaube ich, schon. Vielleicht so, nur aus erster Hand, man weiß es ja nicht. Wenn ich mir Tierpornos angucke, dann ist das halt so interessanter und macht mich schlauer danach, oder was? Ja, klar. Ja, klar doch. Alter. Du weißt, wie sie sich fortpflanzen, das heißt, du kannst sie jetzt auch züchten, theoretisch. Was meinst du, wie Rocco das macht? Aber ich könnte jetzt im Real Life einfach so Tiere, also zwei Kühe züchten. Ja. Also ja. Miteinander paaren quasi. Wahrscheinlich, denen einfach mal was Futter geben und dann. Ich gebe denen zwei Heuballen und dann. Dann fangen sie an, ja. Du legst da Weizen hin und dann ist das genau wie bei Susi und Strolch. Mit der Spaghetti. Okay. Nur mit Kühen, weil das viel erotischer ist. Ja, da bräuchten wir aber dickere Spaghetti. Ja, dann bündelst du das Weizen halt. Also was wollten wir jetzt? Ein Grinder, ne? Wir wollten Weizen bündeln eigentlich. 10 Eisen, okay. Wobei, wir haben doch jetzt zwei Pferde, oder? Da hinten läuft eins frei rum. Wo kommst denn du her? Das Skelett getötet. Ja, schön. Kann ich das Pferd nicht anlocken mit Weizen? Das Pferd braucht, glaube ich... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du was kannst. Nee, was brauchtest du? Sag doch mal. Was willst du? Ich meine, es müsste auch Weizen nehmen, ja. Nimmt's aber nicht. Also, es wird... Gesundheit. Doch, es nimmt Weizen. Danke. Ich frisst mir mein ganzes Weizen weg, aber verfolgt mich nicht. Ey, der soll's auch nicht füttern, sondern in der Hand halten. Ja, ich hab's doch in der Hand, sonst kann ich sie nicht füttern. Donk. Ich mach mal Dinger draus, Blöcke. Och, das war ungeholt. Und hier. Los, Pferdchen, komm her. Na, was soll's, dann bleibt's jetzt halt so. Man kann Beehive aus dem Highball machen. Hey, ja. Artificial Hive, was heißt das? Das ist nicht. So ein Fake Hive heißt das einfach nur. Und der macht was? Fake Hive sein. Also der ist einfach nur existent und macht sonst gar nichts. So in der Art. Ui, okay. Ich glaube, jetzt ist mein Fenster wieder kleiner geworden. Besser ist widerlich. Das machst du ganz wundervoll. Ich versuche es nur zu zählen. Über die Wand. Ja, ich merk's gerade, ich gehe lieber runter. Jetzt fällt's gleich runter, pass auf. Hier bloß. Warum sind die dummen Viecher immer an der Klippe? Weiß ich nicht. Versteh es nicht. Komm zurück! Bertha, komm zurück! Ich möchte das etwas größer ziehe. Was mit der Aufnahme? Ja, es klappt mit der Aufnahme. So, ein bisschen weiterziehen. Oh, komm her, Pferdchen. Gut, ich hoffe einfach mal, das hat jetzt gerade gepasst. Ja, so, hier, weg. So, die zweite Mobform ist fertig. Okay, mit Witchwater schon? Mhm. Schön. Das heißt, wir brauchen noch eine Barrel
Und noch mehr Atemdarts. Mhm. Noch ein paar Barrels, weil da werden jetzt Witherskeletons und Endermans und lauter so Zeug spawnen. Jo. War nicht auch eine Ranch drin? Ja, kann ich zumindest den Almtags schon mal mitnehmen. Ja. Wir kommen hier so klein vor. Ist absolut seltsam. Problem habe ich nur, wenn ich Cobblestone jetzt viel platziere. Okay. Dauert jetzt eine ganze Weile. So. Kaputt. Oh, Enderpearls sind fertig. Schön. Frisch gebacken, wa? Ja. Dann lass die erstmal noch da Enderpearls sein. Weil die brauchen wir. Also ich habe sie geerntet. Ja, dann ist die wieder schön. Dass sie wieder schön wachsen kann. Nur halt noch nicht verwenden. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich ja meinen Aufzug. Wobei, nach unten muss ich ja auch noch. Aber ich habe jetzt schon so viele Enderperlen von Enderman gesammelt. Ich glaube, da kann ich mir das schon leisten. Ich glaube, ich hole mal die Dolly. Die Dolly? Die Dolly räumt den Haushalt auf, ja. Ganz schön sexistisch. Nö, wieso? Das Ding heißt halt Dolly. Ja, aber klingt nach einem Frauennamen. Ach was? Nicht sein, vielleicht ist es auch Männername. Ich hab das Teil nicht benannt, ja? Ich auch nicht. Aber man könnte es doch, oder? Mit dem Anvil. Könnte, mach ich auch nicht. Was mache ich denn so? Ich hoffe mal, es passt mit Abzweigung. Naja, werden wir sehen. Oh, jetzt kommen wir da gar nicht mehr rein. Oh. Und die müssen vielleicht nicht von oben gefüllt werden, ne? Die können auch von hinten. Ja, das sieht dann auch wieder komisch aus. Von hinten. Ja, dann kann man sie halt. Gut, dann ziehe ich halt alle eins nach vorne. Aber dann müssen die Öfen hier weg, weil dann geht das nicht mehr. Bin wieder da. Yay. Hast du mir Soot gebraucht? Ich dachte mir halt, da wo sie stehen sie eigentlich gut, bloß wir brauchen mehr Barrels, also oben drauf. Ich nehme mir selber noch was mit, nämlich jetzt von Spitzhacke. Unten befüllen geht nun mal nicht. Na, von der Seite. Ja, von hinten ja, aber das sieht dann auch so komisch aus, wenn du dann das überlappend hast. Von hinten sieht das komisch aus. Wie? Ja, dachte ich doch gerade. Warum soll das verstehen? Hä? Ich bin größer, ich mache mir jetzt eine Diamantspitzhacke. Niemand kann mich davon abhalten. Doch, ich. Ich habe jetzt meine Spike Pick einfach mitgenommen, muss reichen. Und ein Holzschwert mit Silk Touch, um damit kämpfen zu können. Nee. 4 Attack Damage, nee. Irgendwas, was mehr als 4 Schaden macht, was hier in der Kiste noch rumliegt, vielleicht. Weil ich bin Krösus, das ist auch wieder komplett falsch, auf was soll's. Ich kann jetzt einfach erstmal den Spawn sicher machen, dann können wir alle runter und mithelfen. Ja, da arbeite ich ja gerade dran. Achso, okay. Ganz viel Kram. So, die Hatchet hier, die macht 5 Schaden. Muss reichen. Bleib mal kurz da. Hä? Wo kommt der her? Ich hab mich übrigens gerade entschieden, dass ich noch 2 Eisentüren mache und 2 Druckplatten von innen. 2 Knöpfe für außen. Was eine schlechte Idee ist. Und den Boden solltest du vielleicht spawnsicher machen. Das können wir dann auch machen. Ja, ich hab hier Oakwood Slabs, die nicht einfach mit. Passt. Jo, zumindest hat den Spawn. Diese Diamants-Dolly. Was macht die besser als die normale Eisendolly? Ich funke, das ist so ein bisschen wie so ein Barbie. Nee, ich glaube einfach, die sorgt dafür, dass du nicht ganz so schwer belastet wirst. Würde ich mal ein, weiß nicht. Das ich dachte eigentlich daran, die Item-Dukte nach hinten zu verschieben. Ja. Aber egal. Achso. Aber da ist die Wand. Außerdem ist es jetzt hier momentan genauso eng, wie es vorhin war, weil ich die Öfen weggeräumt habe. Da waren nämlich auch nur 2 Platz. Okay, das ist mir vorher nicht so aufgefallen. Kriegt der Vacuum Hopper eigentlich auch den XP? Nee, wa? Nee. Doch, der sollte XP kriegen. Er kann XP kriegen, aber da
Da kommt keiner raus, weil die Dinger ja an Fallschaden sterben. Naja, nicht alle, ein paar nicht. Aber ja, der kriegt XP. Also jetzt kann ich das auch wieder. Genau. Ja, wir kriegen XP hier durch. Sehr ja, gut. Ist gut, müssen wir nur irgendwie dann nutzen oder pumpen oder irgendwas in der Richtung. Aber das ist ja kein Ding. Kann ich ja schon machen. Also es reicht, wenn ich den Boden hier mit Half-Slabs auspflaster, oder? Sollte gehen, glaube ich, ja. Ich meine, wir sind ja eh in der Höhle, also. Aber noch bin ich hier nicht fertig, also. Guck mal, schon ist noch was Neues da rausgekommen. Nö, eigentlich noch nicht. Ja, ich muss dann eh nochmal schauen. Die mache ich erstmal noch weg. Interferieren. Du. Das Pferd. Gut, gezähmt ist, jetzt braucht man nur noch einen Sattel. Oder eben auch nicht. Was bringt uns dann einen Sattel, bitte? Dass wir dann ein Pferd reiten können. Auf unserer Plattform. Warum nicht? Ja. Fangen wir damit an. Ist doch geil. Das zu zähmen. Wo ist jetzt eigentlich das Plastik hin? Das Plastik habe ich gebraucht. Für? Die Conveyor Belts. Nein, da, hier, ich habe noch mehr Plastik gemacht. Ja. Eigentlich im Ofen. Hast du das auch schon verwendet? Hehe. Ganz schön frech. Markus, frag nach. Ja, ich hab mir gedacht, oh, okay, cool, danke. So, jetzt darfst du aber die Gummibäume abschlagen. Ja, kein Ding, bei mir geht es ja eh schnell. Ich will nur kurz das XP hier alles haben. So. Wie viele Enderperlen haben wir jetzt eigentlich? Das also. Frank, hast du die Enderperlen schon hier reingepackt in Spiral oder hast du noch? Ja, Zeit? Die sind alle drin. Alles, was ich hatte, ist da drin. Okay. Außer im Haus ist noch was. Ich glaube, 16 reichen für den Anfang. Was macht das Obsidian? Ich habe hier auch noch zwei im Inventar. Einfach mal die Smeltery reinpacken. Okay. Ist das Ding automatisch? Ja, es ist noch automatisch, das soll es aber nicht. So, dann wollen wir mal Rubber holen. Stehen da schon Rubberbäume? Ich glaube nicht. Hab noch keine Hände. Wo sind denn Zapplings? Irgendwo. Da in der linken Kiste hinten. Ich reiß die Bäume mal ab. Müssen die sein. Siehst ja im Label. Mhm. Beziehungsweise rein theoretisch kann man das tatsächlich automatisch machen. Ich brauch wirklich eine Ranch. Und wirklich keine mehr. Ich hab noch eine. Aber die brauche ich selber ziemlich oft. Eben, das ist ja. Die ist ja nicht teuer. Crescent Hammer. Iron und ach, genau, drei Crescent, Iron Crescent und Hammer war das, ja. Warum mhm. Oh, das Ding Hammer heißt? Das ist doch effektiv Schraubenschlüssel. Naja, gut. Man kann es zur gleichen Funktion verwenden. Ja, ich frag mich nur, wo die Hall of Growth ist. Die ist in der Kiste, in der Farmkiste. Genau. Aber sie hingehört. Ach, die unten. Okay. Hm, faszinierend. Da hat jemand sich einen Laserpointer gekauft. Hä? Oh, das funktioniert bei denen nicht.
Ich habe meine Rollläden nicht runter. Und hier war gerade ein Laserstrahl durchs Raum geflitzt. Durch das Raum geflitzt, genau. Was? Das Raumzeitkontinuum. Ja. Ein grüner, genau wie der, den ich auch hab. Wahrscheinlich auch entsprechend stark. Vielleicht ist es ja sogar deiner. Nein, der liegt sicher im Tresor. Im Tresor? Ja. Meint der übrigens ernst, ne? Ach so, weil es so ein starker ist wahrscheinlich, ne? Ja. Ach so, sorry, ja, okay, gut. So, zurück zum Thema, Zinn und Eisen. So, wie viel Rubber brauchst du? Komm, wir machen einfach ein paar. Ich brauche noch XP bei meiner Axt. Ich glaube 16 reichen, ansonsten, ja, mach halt so viel wie es geht. Okay, ja. Ja, ich brauche vielleicht auch noch XP für meine Axt. Okay. Achso, du machst es ja auch mit Dings hier mit Fell, ne? Na gut. Battle Axe. Dann mache ich die Blätter zumindest mal weg. Ah, oh, okay. Die kannst du machen. Das ist halt praktisch, dass die Battle Axe auch so 8 oder 9 Dinger Baumstämme wegmacht auf einmal. 6 Stück nach oben. Das ist cool. Eben nur nach oben, ne? Also. Ja, das, für die einzelnen Bäume ist das voll praktisch. Für so Einstammbäume. Das einzig Doofe ist, wenn du irgendwas anders abbauen willst, dann kannst du es nicht. Weil das immer 6 nach oben abbaut. Du kannst es irgendwie nicht ausschalten. Ach so, auch wenn Stein drüber ist, oder was? Nee, wenn halt Holz drüber ist. Das ist mir nämlich das andere Mal passiert, als ich verreckt bin. Da hatte ich die Lumber-Axe, da die immer so ein 3x3-Feld macht, wenn sie keinen Baum findet. Okay. Ja. Wollte damit die Reling wieder abbauen aus Holz. Und dann habe ich mir den Boden weggebaut. Übrigens ganz am Rande. Das ging mir hier aber genauso, ja. Das kannst du nicht ausschalten. Ich habe Simon gefragt, der meinte mit Shift und deshalb hat er mich eigentlich umgebracht. Ja, bei meiner Baumfarm hier ist es genauso, das dürfte aber eigentlich nicht passieren, weil ja drunter, unter dem Holzstamm, ist ja eigentlich Erde. Also hat das keine direkte Verbindung mit dem anderen Holz. Das ist seltsam. Das ist aber hey, die Smeltery funktioniert und sie produziert Endstone. Ja, für mich reicht's erstmal an, Rubber. Hat jetzt mehr Euphorie erwartet, aber okay. Yay, yeah, wow, cool, das ist ja geil. Reicht? Nee, meine Axt ist gleich kaputt. Denn mit dem Endstone können wir jetzt noch mehr Enderperlen sammeln, weil die Enderlies auf dem Ding irgendwie 4 oder 5 Mal so schnell wachsen. Yay, yeah, ich hab Enderperlen, hab ich bis jetzt wie viele gebraucht? Hm, was wie? Genau so viele. 16 sind da drin, wenn keiner mehr was zugetan hat. Ja komm, wir kriegen eh genug Enderperlen nach einer Zeit. Also das ist scheiße. Nach einer Zeit, aber ich will die jetzt haben. Jetzt sofort noch ein paar Stelle. Ja, du brauchst halt mehr Geduld. Außerdem brauchen wir für Tesseracts und so weiter. Braucht man noch gar nicht. Na gut, dann gib mir doch mal so ein bisschen Endstone oder baust Silber oben, weißt du, wo die Enderperlen sind. Hast du die schon wieder neu platziert? Wie neu platziert? Achso, ja klar. Ja, die aber die kannst du wieder abreißen, die Samen droppen ja deswegen. Ja, das weiß ich, aber wenn die schon da sind, dann verschwenden wir die auch nicht. Dann ja, vielleicht sind ja 2 oder 3 schon wieder fertig. Ja, oder lass eine schon fertig. Ja, lass die mal den einen Zyklus noch fertig wachsen und dann können wir dann Endstone draus machen. Ja, das dauert aber, ne? Das ist dir schon klar. Du kannst sie auch einfach gleich abreißen, das ist scheißegal. Oder wenn du ganz schnell bist, dann kannst du die Erde abreißen und ganz schnell Endstone platzieren. Ja, nee. Das geht auch. Kann man aus Endstone nicht vielleicht doch noch irgendwas Schönes machen? Skyblocks. Glaube ich eigentlich. Skyblocks sind sinnvoll. Was machen die denn? Die simulieren den Himmel. Das heißt, theoretisch könnten wir auch unten mein Smelteries klaren Himmel haben. Hm. Ui, das ist ja cool. Also auch, du meinst die Helligkeit, ne, vom Himmel jetzt? Die Helligkeit und eben das Aussehen, ja. Achso, das ist so, ja als cool. Wäre eben freier Himmel. Also können wir in den leeren, in den geschlossenen Raum einfach den Himmel quasi reinmachen, dass der Raum eben nicht mehr offen ist. Ja. Das ist geil. Sorry. Wie? Was zumindest so aussieht. Man hört im Hintergrund irgendwas Musik, kann das sein? Ups, das ist bei mir. Wie kannst du nur? So, also ich habe auch Musik laufen. Ich hab's zu laut immer. Da beschweren sich mehr oder Headset? Boxen. Also ihr seid aber auf dem Headset bei mir und die Mucke läuft über Boxen. Das soll einer verstehen. Logic.
Wieso? Dann höre ich euch getrennt und nicht in der Musik, das ist doch schon scheiße. Naja, ist alles in Ordnung. Ich hab keine Logik, das ist es. Naja. Du weißt, was ja heißt? Ja, weiß ich. Haben wir noch irgend... Ja. Ja, gut. Haben wir noch irgendwas, was wir vervollständigen können an Quests? Ja, jetzt können wir das mit der Milch machen. Mhm. Kann man dann ein Centrifuge. Also Butter und sowas. Soll ich das mit der Milch arbeiten, oder? Wolltest du das machen? Du hast ja damit schon angefangen. Ja, sei mal Milchmann. Nee, dann bin ich erstmal Nethermann, wenn er das macht. Wer, ich? Ja. Wieso ich? Du hast das vorgeschlagen und du hast damit auch angefangen gehabt. Ja, ich bin aber nicht der, der aufnimmt. Ich finde, der aufnimmt, sollte auch ein bisschen was zeigen. Dann mach du mal die Milchmann. Da. Gern geschehen. Ja, wenn's keiner machen will, kann's auch ich machen. Das ist kein Ding. Was brauche ich denn für Milch? Kann man überhaupt alles? Ich mein's nur gut, dann kann man alles ein bisschen zeigen. Das war das Hell's Kitchen, ne? Mhm. Butter und Käse und sowas braucht man, glaube ich. Frischmilch, Frischwasser, Butter. Wasser, Butter hatte ich schon mal gemacht und irgendwo hingelegt. Ja. Und Käse. Aber Butter? Geht doch gar nicht. Ein Käsebarren. Mhm. Weil ich jetzt halt Bock auf Käse gerade. Ich eigentlich weniger. Aber ja, irgendwie habe ich schon, ja. Hast du keine Mini-Donuts? Nein, weil heute kein Aufnahmetag ist und heute kein Samstag ist. Oh. Ja, auch mit Donuts, ich kriege jetzt richtig Hunger gerade. Dafür hatte ich eine Apfeltasche. Okay, das ist nicht so meins. Mhm. Ist ja eigentlich irgend... Ui. Das scheint mein altes Schwert zu sein. Oh. Oh, ist wieder aufgetaucht. Ich bin eigentlich gestorben, weil mich ein Creeper da unten von den Smeltoys runtergeschubst hat. Und jetzt habe ich da das Schwert, das ich wieder verloren glaubte, in Kisten gefunden. Vacuum Hopper wahrscheinlich. Guck mal, ist das für dich? Wenn du das nicht willst, nehme ich. Ja, nein, ich habe jetzt ein besseres. Echt? Was habe ich hier drauf? Smite. Gib mal einfach kurz her, dann kann ich mir anschauen. Gut, da. Ach, es ist mit Power irgendwie, oder wie? Hm? Ja, dann nehme ich das Schwert doch gerne. Nur dann.